Der Podcast für Pädagogen, Labertaschen und andere Verrückte mit Juju und JK. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorsicht Förderschule, heute wieder mit Juju und JK. Unsere heutige Folge nennt sich Kaufhaus-Trash. Erstmal fällt mir auf, dass wir, glaube ich, an unserem kleinen Türöffner arbeiten müssen. Du weißt... Der Türöffner in der Kofalle. Vorsicht drücken, wenn drücken dran steht und man zieht. Ja, Klassiker. Wer kennt die nicht? Vorsicht drücken, wenn drücken dran steht. Wenn drücken dran steht, dann zieht man meistens. Und wenn ziehen dran steht, dann drückt man meistens. So. Fakt ist, du kommst einfach nie rein. Ja. Bist du schon mal gegen so eine Drehscheibe gelaufen? Nee, ich bin einmal als Kind beim Zahnarzt gegen so eine richtig blank geputzte Glastür gerannt. Und seitdem klebt dann Aufkleber dran. Du schützt die anderen Menschen davor, ja, gegen zu rennen. Siehst du? Ich habe mal auf der Kaufhaustreppe oder auf der Rolltreppe im Kaufland, ja, deinem Lieblingsshop. Ja. Ich find's einfach alles. Da habe ich mal einen Schlacher bekommen auf der Rolltreppe über meinen Zeh. Hä? Alter, das war mega krass. Einen elektrischen, ja, Schlag. Genau. Auf der Rolltreppe. Im Einkaufs, ich hatte halt so eine Flipflops oder sowas an und habe meinen Fuß halt so lässig aufgestellt und bin, ja, mit meinem Zeh unten ran und habe einen richtigen Schlag bekommen. Oh. Danach hatte ich Panik, dass ich irgendwie Herzrhythmusstörungen bekomme. Gleich ins Krankenhaus durchmarschiert. Checken Sie mich durch. Ich habe mich danach etwas schwach gefühlt, aber wahrscheinlich war es eher so ein bisschen psychosomatisch erst bedingt. Erst meine Süßigkeiten habt, dann hast du Schoki aufgerissen. Das würde passiert sein. Ich brauch das jetzt. Also ich finde so... Aber so Rolltreppe ist schon dolle. Ich könnte auch immer so innerlich kotzen, wenn man mit den Kindern einkaufen geht und die erstmal gefühlt dieses Rolltreppengeländer so einmal ablecken. Also nicht ablecken, also weißt du, also so metaphorisch gesprochen, ja, ablecken, aber so mit der kompletten Hand einmal von oben bis unten drüber fahren und sich da so ranhängen und... Ich stütze mich höchstens mit meinem Ellbogen ab. Was habe ich denn immer gemacht? Ich stütze mich ja mit dem Einkaufswagen ab, wenn überhaupt. Ja, früher konnte man ja auch noch ohne Einkaufswagen einkaufen gehen. Da war es ein bisschen einfacher. Ja. Aber bei so einer Rolltreppe, da fällt mir immer so eine Horrorstory. Mein Vater, der war immer irgendwie prädestiniert dafür, so Horrorstories zu erzählen. Und das war aber wirklich mal in den Nachrichten in Amiland. Da ist eine Rolltreppe gewesen. Und da gibt es doch diese Klappe, die dann... Also eigentlich wird die nur aufgemacht für Wartungsarbeiten, ja, und sowas. Und also laut der Story von meinem Vater, sie ist schon wirklich viele Jahre alt, ist mal so eine Rolltreppenklappe aufgegangen und eine Frau konnte ihr Kind gerade noch so wegschmeißen und sie wurde da drin zerhäckselt. Oh, ich frag ihn bei Gelegenheit nochmal nach der seriösen Quelle dieser Geschichte. Aber unscheiß, so eine, also nicht so krass natürlich, so splattermäßig, aber so ähnlich habe ich, hat ein Kind im Hort mir mal eine Geschichte erzählt, deren Bruder ist von einer, also der wurde der Fuß von dieser Rolltreppe so war das kaputt? Tüdelt, na, so eingezogen. Und dann war richtig schlimm, richtig mit, die waren irgendwo im Urlaub, aber, also nicht mal hier. Ja. Und da kam richtig Feuerwehr, Polizei, der musste ins Krankenhaus gebracht werden mit OP und tralala. Hat er seinen Fuß schlimm noch? Ja. Also konnte gerettet werden. Konnte gerettet werden. Oder ich habe auch immer so Angst, dass mein Schnürsenkel so offen ist, mhm, und hat so drehen, ja, gerät und dann so zack. Musst du mit deinem Bein und deinem Fuß so kämpfen. Noch ein Grund, die Kinderschuhe nur noch in Kletti zu kaufen. Aus Sicherheitsgründen. Mama, ich bin schon 38, kein Problem. Kriegst Klettis. Zum Einkaufen nur mit Klett. Nur Klettis. Ja, also eigentlich ist quasi Einkaufen auch schon eine gefährliche Angelegenheit. Auf jeden Fall. Nicht nur, dass es gefährliche Rolltreppen gibt, es gibt gefährliche Sonderangebote und es gibt gefährliche Menschen, die unterwegs sind. Weißt du, was wir früher mal... Da waren wir mal so einkaufen. Ich glaube, das war noch in meiner Ausbildung damals. Ich glaube, bei der ersten. So Leuten, das habe ich mit meinem Freund auch früher mal gemacht, einfach irgendwelche Sachen in den Einkaufswagen legen und die Reaktion abwarten. Das ist geil. Du, ich habe mir fast eingepinkelt vor Lachen. Weil die beschuldigen dann immer, zum Beispiel, wenn so ein älteres Pärchen einkaufen geht, mit den anderen, dass der das da reingepackt hat. Ja. Boah, das ist ein Ditter, oder? Die denken halt, dass es der falsche Wagen, ja, ist. Einfach was aus dem anderen Gang genommen und dann mal so eine, war vielleicht ein bisschen witzig, so eine Packung Klopapier reingelegt. Und die dann so, was? Hä?
sind erst am Wagen vorbei und doch gecheckt, dass das der Wagen ist. Oder Ja. einfach irgendwelche anderen Sachen im Regal, so wie sie Cornflakes und so. Und das war so lustig. Ich konnte mir das immer gar nicht angucken, wo ich so lache musste. Das ist herrlich gewesen. Das hat ein bisschen Spaß gemacht. Fun Faktor. Ein kleiner Fun Fact. Ich finde auch immer geil, wenn, also das mache ich auch gerne mal so ganz laut durch die Gänge brüllen. So, ey, brauchst du noch die Herrenschlüpfer, die gerade im Angebot sind? Ja, das ist auch Das ist geil. auch gut. Das ist eigentlich eher so Fun im Ja, Kaufhaus. Fun im Kaufhaus. Ja, sowas Ja. muss man auch mal machen. Hast du an deine Männerwindeln gedacht? Schön. Ich finde, einkaufen macht schon Laune. Ja. Fällst du auf Schnäppchen rein? Bist du so ein Schnäppchenkäufer? Ja, Ich auch. definitiv. Und bin ganz doll so ein kleines Werbungsopfer. Ja. Also jetzt meinst du also jetzt nicht so ein Werbeprospekt, weil da weiß ich ja, das guckst du Nee. nicht so wirklich. Du kriegst ja die Sonderangebote und Rabattaktionen durch mich geschickt. Ja, du versorgst mich immer mit gutem Zeug. Wo Ich ist was war im Angebot? dazu muss ich sagen, Jackie wollte unbedingt eine Yogamatte, weil ihre schon so Ja. alt und kaputt ist. Und dann habe ich halt ich habe so eine Online-App zu Hause, wo man halt immer alle möglichen Prospekte durchstöbern kann. Das mache ich gerne sonntags, da gucke ich dann auf meinem Handy die Schönes Prospekte Sonntagsritual. durch. Ich betreibe kein Couponing. Und dann habe ich halt so eine Yogamatte gesehen, habe ihr den Link geschickt und meinte, hier, pass auf, bei Kaufland gibt es das oder hier bei Lidl. Und Ja. dann kann man mal so, hä, woher weißt denn du das immer? Tja, dank der App hast du sie jetzt auch. Ich habe sie auch. Fazit Ach. ist, ich habe mir bis heute keine neue Yogamatte gekauft. Das stimmt. Du, Ja. dabei habe ich dir schon einige Ich Angebote weiß, geschickt. aber das war immer ausverkauft. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so eine kaufe, dann will ich auch eine schöne haben. Also ich kaufe mir dann noch keine hässliche in irgendeiner komischen Farbe, weil ich denke, okay, also drin brauche ich sie dann doch nicht. Aber Ich warte auf die richtige Farbe. ja, ich muss halt eine gute Farbe haben. Das muss mich auch ansprechen beim Sport machen. Und wenn du so einkaufen gehst, guckst du auch gerne mal so, was andere Leute so kaufen, fragst dich, was die damit wollen. Ja. Also ja, natürlich. Ja. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Machen wir weiter. Okay, also ich fand auch, wenn ich manchmal so Leute angucke, was dann in den Einkaufswegen so drin sind, dann denke ich immer so, was machen die denn damit? Wenn es gibt ja manchmal so tünne Angebote, so wie ich, irgendein super, eine super Schere für Kräuter und Der eine Bananenschneider. Bananenschneider. Ich habe von meiner Mutti mal einen Avocadoschäler bekommen. Ja, Ja. habe ich noch nie benutzt, weil irgendwie meine Avocado-Schäler, meine, aber vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, vielleicht ist es ja ein super Gadget. Ja, kauft ihr bloß nie so ein komisches Melonenmesser. Der größte Scheiß, den ich mal gekauft Ach, habe. geil. Weil ich irgendwie in irgendwelchen, naja, sozialen Netzwerken, da gibt es ja immer diese Lifehack-Videos, Ja. habe ich mir angeguckt und da war dieses Melonenmesser. Und ich dachte, krass, also es sieht ja wirklich gut aus und ganz Ja. einfach und ja, macht ja auch Sinn. Ist das nicht so wie so eine Zange Ja, oder sowas? genau. Ach, Ja, gesehen habe ich es totaler auch. Scheiß. Brauchst du nicht kaufen. Nimmst ein Messer, bist 1000 Mal schneller. Das ist mir so eine Sauerei. Das ist ja schon wieder dieses Blöde an so manchen Produkten, dass der auch, also das mag ja wunderbar funktionieren und in dem Moment eine Zeitersparnis sein, wenn du da um was zubereitest, aber meistens brauchst du viel mehr Zeit, um den ganzen Quatsch wieder sauber zu machen, Ja. oder? Ich hasse sowas. Das finde ich auch nervig. Absolut sinnlos. Ja. Ich habe noch eine kleine Fun-Geschichte, fällt mir gerade ein, wo wir beim Thema Einkaufen sind. Ich war mal mit meiner Mutter einkaufen, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und wir waren, ich weiß nicht mehr, wo wir einkaufen waren, den Laden ist ja auch eigentlich total Latte. Auf jeden Fall gab es da Pflanzen, war so im Sommer. Und es gab Pflanzen zu kaufen, und zwar Klimatis. Ja. Und ich habe meine Mutter ganz laut gefragt, ob sie noch eine Klitoris braucht. Okay. Wie alt Ja. warst du? Ja, aber ich bin auf jeden Fall schon älter. 15, Okay. 16 vielleicht? Okay, also keine 5. Nee, keine 5 mehr. Okay, mit 5 und Lesen. Na gut, vielleicht Ja. bist du ja hochbegabt oder so. Natürlich. Ja. Fast jeder ist hier Und mit kannst du dich noch hochbegabt. erinnern, früher, und das gibt es mittlerweile auch wieder bei Rewe und Co., diese Salatbars und Dessertbars und Ja. so. Und da hat das auch noch eine der Lieblingsgeschichten meiner Mutter, wie ich früher bei uns in der Kaufhalle stand, irgendwie mit 2 Jahren einfach von ihr weggelaufen bin. Und sie hat mich gesucht in der ganzen Kaufhalle. Und wo stand ich? Am Dessertwagen mit der großen Kelle Vanillesoße im Mund. Oh, ich fand das damals, gab es im Sterncenter noch in Kaisers und da gab es auch mal so eine Antipasti-Bar davon und ich fand, das hat ja immer so lecker gerochen und meine Ja. Mama hat sich auch mal was gekauft, aber ich finde, die sehen immer super toll aus, aber ich kaufe da eigentlich nichts. Ich auch nicht.
Also ich habe einmal was, da hatte der Laden gerade frisch aufgemacht und dann habe ich da was gekauft. Aber ich habe immer Angst davor, dass da einer irgendwie Ja, reingehustet hat oder irgendwas reingerotzt oder angefasst ja. hat oder weiß ich was. Und deswegen würde ich mir aus so einer Salat-Selbstbedienungstheke da nichts kaufen. Ja, ist auch, wenn ich so sehe, Sushi, so abgepacktes Sushi, würde ich auch nie kaufen. Nee. Hätte ich immer Angst, So beim Discounter, ja, ne? genau. Da steht für mich schon Angebotssushi. der Zettel Durchfall drauf. Ja, zum Totenkopf. Ja, richtig, würde ich nie essen. Ich bin ja, du weißt, ich bin ja sehr schlimm bei so Essenssachen, aber nee, da denke ich mal, Vorsicht ist besser als Ja, ist Nachsicht. so. Dann hast du da Nicht auch einen ohne Scheiß. Grund müssen die Sushi-Meister, weiß ich nicht, wie viel, 18 Jahre lernen, bis sie oder so. Gibt es Okay. ja nicht so eine Regel? Ach, keine Ahnung, ist ja auch eigentlich Latte. Ja, ich denke mal, wie lange liegt das hier schon? Ja. Läuft's schon? Du kannst schon laufen. Oh. Aber Nee. wenn ich einkaufen gehe, beispielsweise, schreibe ich mir meine Einkaufszettel immer so, wie ich auch laufe, durch den Laden laufe. Also ich habe eine richtige Reihenfolge beim Aufschreiben. Machst du das auch? Oft. Ja. Und wenn ich es nicht mache, Struktur schafft Sicherheit. richtig, und wenn ich es nicht mache, und wenn ich mir die Sachen einfach so, wie sie mir gerade einfallen, aufschreibe, habe ich ja trotzdem diesen Einkaufszettel und analysiere beim Einkaufen schon, okay, das muss ich jetzt von hier, da, von Ja. da. Also man weiß schon, wo die Sachen so stehen. Und Ja. deswegen ist es so witzig, mein Freund hat mich eigentlich mal irgendwas gefragt. Da habe ich gedacht, oh Mann, ey, pass auf, das ist im dritten Gang, von links gesehen, ganz unten in dem ersten Regal. Jetzt stand natürlich dort. Mein Sehr schön. fotografisches Gedächtnis hat es natürlich abgespeichert und konnte es jederzeit wieder abrufen. Abrufen. Ich habe auch eine Ja. lustige Geschichte, die ist mir eingefallen zu meinem Opa. Mein Opa ist so ein klassischer Aldi-Einkäufer. Ja. Und der hat. Bei Feinkostalbert. Feiges, geil. Der hat mal gesagt: Ja, ich war einkaufen und da standen die alle bei so einem Joghurt. Hab ich erstmal geguckt, hab ich mir auch erstmal gleich welche mitgenommen. Und dann kam ich nach Hause und esse den. Das war ja ekelhaft. Da waren lauter Körner drin. Oh Gott. Ich gesagt: Was hast du gekauft? Da hat der halt so ein Cerealien-Joghurt Ja. gekauft und fand das total widerlich, dass da irgendwelche Körner drin waren. Aber weil es alle gekauft haben, hat er es auch Da dachte ich, gekauft. das muss ja gut sein. Der Mensch ist ein Herdentier. Und die witzigste Story ist von dem gleichen Opa. Er hat mal einen Granatapfel gekauft Ja. und hat ihn aufgeschnitten und hat gesagt, Julia, du wirst es nicht glauben, da kaufe ich mir hier so einen teuren Apfel. Ich schneide den auf, was ist da drin? Alles voll Kerne. Oh Ich nein. habe die alle rausgepult. Und dann war die Schale so bitter, ich das ganze Scheißding weggeschmissen. Musste ich erstmal Oh. lachen, ich gesagt, pass auf, Opa, das ist ein Granatapfel und da ist es genau umgekehrt. Du isst halt die Du Kerne. isst die Kerne. Kick mal einer an. Ich hab die Schale gegessen. Jupp. Hat er sich dann noch mal einen geholt? Das weiß ich nicht. Ich Hast du kann ja mit mal. ihm die Experience noch mal gemacht? Ich kann ja nochmal nachfragen, es ist schon ein paar Jahre her, ob er jetzt positive Mittlerweile. Erfahrungen mit einem Granatapfel Mittlerweile. gesammelt hat. Oh Gott. Wenn du einkaufst, also ich habe mich zum Beispiel neulich dabei erwischt, wie ich so fancy Klopapier gekauft habe. Ich liebe Ja, Klopapier mit Motiven. ich mit Also, Geruch. ja, das auch. Und ich mag es irgendwie nicht, wenn mein Freund einkaufen geht und so ein Billo-Recycling-Klopapier kauft. Ja. A, ist das irgendwie nicht so weich. Und B, sieht es irgendwie nach nichts aus. Nicht ansprechend. Und ich mag das so, auch so Thementoilettenpapier zu haben. Ja. Also zum Beispiel dachte ich, ach Mensch, das passt ja auch super ins Bad. Da denk mal so, da waren wir mal in Polen. Muss es dir vorstellen, auch so ein Festival. Und waren in so einem polnischen Supermarkt. Und wir gehen da rein. Und was habe ich gekauft? Klopapier. Richtig. Ich habe rosanes Klopapier für zu Hause gekauft, weil ich mir dachte, geil, ich habe hier noch nie rosanes Klopapier gesehen. Es war nur zweilagig. Dachte ich, ja, nimmst halt ein bisschen ein paar Blätter mehr. Aber ich habe mich tierisch gefreut, wie toll dieses rosane Toilettenpapier doch ins Bad Hat passt. ins Bild gepasst. Ach schön. Meine Mutter war gestern auf Toilette, hat Dackelklopapier, weil sie einen Dackel hat. Wirklich? Ja. Wo gibt's denn Dackelklopapier? Das ist ja schon Heike wieder heute gesehen bei witzig. DM. Ach ja, siehst du? Also, möchtest du Dackelklopapier, dann geht's zu Ja. DM. Ich finde das Schön. sau cool. Aber meine Oma, pass auf, meine Schmarfuchs-Oma, die hat sich mal tierisch aufgeregt, weil da gab es mal so eine Mops-Aktion. Also diese Hundemöps. Haben die noch einen anderen Begriff? Heißen die noch anders? Nee. Mopshund? Möpschen.
Oh, Möpsli. Möpsli. So. Was ist denn für eine Mops-Aktion? Pass auf, da gab es halt so Klopapier und Taschentücher, alles mit Möpsen drauf. Weil es mal modern war. So. Und meine Oma hatte in so einem Bericht im Fernsehen gesehen, dass die dieses Mops-Klopapier übelst teuer verkauft haben online, weil es gerade so gehypt wird. Ja. Und die haben da halt, also anstatt hier, weiß ich, 3 € für so ein Paket, irgendwie so 15 oder sowas bezahlt. Boah. Ich dachte, Oma, wenn du jetzt noch ein paar gekauft, dann hättest du nur Hättest du. verscherbeln können. Ja. Das ist krass, wie Leute mit sowas Geld machen, mit ziemlich, na gut, jetzt wegen Corona, aber es war noch vor Corona, muss ich Ja. sagen, diese Mops-Aktion. Das fand Die ich witzig. Mops-Aktion. Schön, dass wir jetzt auch so ausführlich über das Klopapier gesprochen haben. Es war jetzt eigentlich gar nicht so meine Absicht, aber hey, okay, es passiert. Ärgerst du dich, wenn dein Freund einkaufen geht? Manchmal? Ja. Ich auch. Und weißt du, worüber ich mich ärgere? Ui, sag mal. Das ist immer, also man kann ja, also klar, man schreibt sich einen Einkaufszettel und guckt, was man braucht, aber man kann ja vielleicht auch mal so Vorausschauend? vorausschauend kaufen und mal nach rechts und links gucken, was es noch so Nettes gibt. Richtig. Und deswegen, ich mag das immer, also ich finde es sehr toll, wenn er einkaufen geht, aber ich glaube, ich gehe immer lieber gerne selber. Ja. Außer ich habe so richtig gar keine Lust, dann ist es Ja. mir Wurst. Also ich schicke mir auch gerne mal Lust so zum Milch kaufen oder so. Oder wenn ich mal sage, Mensch, kauf mal das und das ein. Ja. Aber ich weiß, dass ich ein paar Tage später eh nochmal einkaufen gehe. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass, also mache ich wirklich irgendwas, was wir halt immer so nehmen, ist im Angebot, dann kaufe ich das halt 2, 3 Mal. Ja, Mal. genau. So, weil ich denke, Mensch, naja, musst du A nicht gleich wieder los Losrennen. und B hast du gespart. Genau, dieses Vorausschauende. Nee, die halten sich ja akkurat an diese Liste. Aber du, ich habe das auch gelernt von zu Hause aus, muss ich mal so sagen, Mutti, Mutti, wenn du, ich weiß, du hörst den Podcast, das habe ich von dir gelernt. Grüße gehen raus. Man muss immer genug im Haus haben, falls mal spontan jemand kommt, Ja, dass du denen auch was anbieten kannst. genau. Und das stimmt wirklich, es ist doch unangenehm, wenn man sich spontan irgendwie Besuch bekommt oder so, irgendwo hingeht oder so, und Ja, du kannst nichts vorbereiten oder hast nichts hast da. nichts da. Ey, ich habe immer was Ich da. auch. Also das hat jetzt nichts mit Corona-Horten zu tun, also ich horte ja nicht, aber so gewisse Sachen, abgesehen von Nudeln und Reis, habe ich immer da. Ich habe immer irgendwie Gemüse eingefroren oder Ja. nochmal irgendwie extra Käse, kannst du im Ja, Auflauf machen, ein genau. paar Dosen mit Mais und Genau. Kidneybohnen, Kidneybohnen, besonders klar. wichtig. So, das finde ich echt irgendwie, und auch mehr, und so, dass ich mal schnell einen Kuchen backen kann. Ich habe Ja. immer was da. Also du kannst jederzeit zu mir kommen, ich Das versorge weiß ich, dich. das weiß ich, meine Süße. Aber ich finde, also wir streiten uns auch regelmäßig so vor Weihnachten, Ostern und so, so ne, also vor so großen Anlässen oder Geburtstage, sowas. Da gehe prinzipiell immer ich einkaufen, weil Benny, der sieht es manchmal nicht ein, für so Sachen Geld zu bezahlen. Also, ich fange nochmal anders an. Oster- oder Weihnachtsschokolade. Ja. So, mir ist es total wichtig, sowas zu kaufen. Und ich kaufe auch, da ist es mir wirklich auch Wurst, was das kostet. Ich Ja. kaufe auch so kleine Weihnachtsmänner, die ich dann, wenn ich schön den Tisch decke, mit auf den Tisch legen kann für Ja. jeden und so. Und der fängt dann an, mir den Kilopreis aufzurechnen, wie viel das jetzt im Kilopreis kostet. Und wenn er jetzt eine normale Schokolade nimmt, die ist ja, weiß ich nicht, um die Hälfte günstiger. Ich stelle mir gerade vor, wie du so einen schönen Ostertisch deckst und dann nicht so einen Osterhasen raufstellst, einfach so eine Milka-Schokolade kaufst und so einzelne Stücke abbrichst und einfach so Ja. die Schokoladenquadrate Du auf den Tisch legst. vor Nikolaus. Da vom Nikolaus war er einkaufen und ich habe ihn gebeten, Mensch, sei doch mal so lieb und bring mal bitte noch für meine Eltern, wenn wir da hinfahren. Für jeden irgendwie eine Kleinigkeit mit, dass wir was in der Hand haben, so. Ja. Einen kleinen Nikolaus, weiß ich nicht. Da kaufe ich auch wirklich nur Lass Markenschokolade. mich raten, er hat so eine Billo gekauft. Nee, er hat richtig mit mir rumgestritten, Ach so. dass er, weiß ich nicht, er wollte dann irgendwas Komisches kaufen. Da habe ich gesagt, nein. Und dann ging er, ja, wenn du meinst, dass wir das jetzt kaufen müssen, soll ich noch die teure nehmen? Habe ich gesagt, ja, bitte. Also dann schon aus Prinzip, natürlich. Ja, nee, das kann ich auch Ja. nicht leiden. Also ich würde jetzt auch niemals so ein 50-Cent-Weihnachtsmann von Riegeln oder Nee, sowas würde ich auch verschenken. nicht. Das Das sieht wäre mir so auch. aus wie geschenkt bekommen und weiter verschenkt, Genau. oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Also wenn man sowas mal bekommen hat, sowas habe ich gleich verbacken. Ja. Oder mit auf Arbeit genommen. Die Kollegen freuen sich. Mein Vater. Ja. So aussortiertes Naschen, was man nicht braucht, wenn man so viel hat, immer tütenweise. Mein Vater hat damit auf Arbeit genommen, futtert sich ja so weg. Ja, geht bei mir auch. Stelle ich auf den Tisch bei uns im Zimmer. Ist im Handumdrehen weggenascht. Ja, kenne ich auch. Ja.
Was willst du sonst nochmal? Manchmal heißt das einfach auch zu viel. Ja, total. Aber trotzdem, ja, ich kann nicht verstehen, das gehört dazu. Und da muss man auch schon ordentliche Schokolade kaufen, dass es irgendwie, Ja, na und weiß auch dem nicht. Anlass entsprechend. Das nervt mich halt auch, wenn er das da nicht macht. Nee. Weißt du, Wo, das wozu gibt es denn diese Produkte auch? gehört irgendwie dazu, ja. Meine Oma, die hat noch irgendwelche Lind-Osterhasen von vor 15, 20 Jahren im Schrank zu stehen. Kennst du das noch, wenn Ach alte je, Leute mit ja, so na Deko, klar. Ja, mit ja. Schokolade dekoriert haben? Dekorieren. Das steht halt immer in der Eiche Rustikalschrankwand noch drin, irgendwelche alten Dinger. Ach Gottchen. Und auch so eine Marienkäfer, weil die sind ja zu schade, um sie zu essen. Oh. Also, spaßenshalber würde ich es mal auspacken, also wahrscheinlich einfach nur weiß sein. Also, Das weiß, ja. solange es nicht lebt, ist es ja noch okay, Ja. aber ich war voll, was aus. Schokolade hält sich aber, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn meine Eltern haben immer noch in der Weihnachtskiste, das hängen sie zwar nicht auf zum Dekorieren, aber sie wissen, es ist da, kleine, kennst du noch diese Schokoladen, so Päckchen, so kleine Ja. Schokoladenpäckchen aus der Kindheit meiner Mutter, Ach, krass. die meine Oma und mein Opa früher an den Weihnachtsbaum gehangen haben. Die hat meine Mutter noch zu Hause in der Weihnachtskiste. Ach Gott, das ist aber süß. Ja, als Andenken ist sowas auch wirklich Ja. witzig, ja. Aber ich habe doch eine Sache. Oh Gott, ich habe auch Schokolade in meinem Schrank. Und zwar, mein Sohn hat sich immer tierisch aufgeregt. Aber ich war hier halt in der Harry Potter-Ausstellung vor ein paar Jahren. Ja. Und da habe ich mir so. Ich habe 12,50 Euro, muss ich euch mal so sagen, für so einen fucking Harry Potter Frosch ausgegeben in so einer Dose. Also in so einer Holz, nee, nicht mal Holz, in so einer Pappdose, Ja. wo denn so eine Karte drin ist, die So sich eine so Hologrammkarte. richtig, ich weiß nicht mehr, was für eine Karte drin ist, weil das steht einfach original verpackt Krass. in meinem 12,50 Vitrinschrank. Euro 50 Ja, ist dolle. für einen Harry Potter Frosch außer Originalausstellung. Das wird nicht Benjamin hören. Der flippt Der aus. flippt auch. Und mein Sohn war so, Mama, wieso isst denn du das nicht? Können wir den mal aufmachen? Und ich immer abgewimmelt. Und jetzt habe ich immer gesagt, ist ja leider schon abgelaufen seit 2 Jahren oder Können wir so. leider nicht mehr. Nee, das ist so. Ich wollte den unbedingt haben, aber ich wusste, ich werde dieses Ding nicht Ja. essen. Ich mag halt Harry Potter. Alles gut. Kann keinen Frosch nicht aufessen. Ja, also geil. Hast du so Rituale, wenn du einkaufen gehst? Rituale beim Einkaufen gehen. Nee, außer dass ich eigentlich. Naja, doch, ich laufe immer. Oh, doch, ich laufe gleich. Laufe ich gleich. Ich habe Mach ich eigentlich auch. nicht. Wenn ich da vom Weg mal abweiche, ist es komisch, aber ich musste immer am gleichen Ende so Ja. rauskommen. Also bei Rossmann ist mir das immer so aufgefallen, dass ich wirklich immer die Gänge so Ja. schlängelförmig abgehe. Auch wenn ich in der Abteilung nichts brauche, aber ich schnöker trotzdem mal vorbei. Vielleicht ist ja irgendwas Vielleicht ist ja dabei. was dabei. Vielleicht ist ja auch dazwischen gerutscht. Zum Beispiel eine Duftkerze. Ich bin ja auch so ein Freak. Ein Kerzen oder ein Duschgel muss ich immer erst riechen, Ja. bevor ich das kaufe. Und ich, wie gesagt, ich nehme ja auch nicht gleich das Produkt von vorne, sondern Ja, immer von genau. hinten. Wenn mir die Hälfte aus dem Regal fällt, ist mir ja, sortiere ich wieder ein. Aber ich nehme nichts von vorne, auch bei der Wurst und so nicht. Ich glaube, wenn mich einer beobachten würde beim Einkaufen, würde der denken, ich bin absolut der Freak. Aber ich sag mal so, das ist mir nichts. Nee, alles gut. Ich nehme immer die gleichen Tüten. Also ich habe immer so meine drei, vier Lieblingseinkaufstüten, die ich Ja. nehme und andere nehme ich auch nicht. Oder kaufst neue. Das, aber, ja. Ich Weil hasse man es. klassischerweise entweder lässt man die Tüten stehen zu Hause oder einen Einkaufszettel liegen. Ja, und dann gibt es dazu noch die berühmt-berüchtigte Tütentüte. Die Tütentüte. Die Tüte mit den Tüten drin. Die Tütentüte, die hat bei uns jetzt einen Korb abgelöst. Die Tütentüte habe ich mal aussortiert. Hab dann angefangen, schon so olle Tüten einfach mal als Müllbeutel zu verwenden, damit sie Ja. noch einen Nutzen haben. Aber eigentlich fuckt mich das ab. Und meine Mutter versucht mal, ihre ganzen Beutel anzudrehen. Oh. Kannst du behalten? Nee, kannst du zurückhaben. Kannst du Habe ich zurückhaben? immer einen kompletten Beutel, habe ich immer alle gesammelt, dann habe ich den Oh, Beutel das ist zurückgegeben. geil. Das ist richtig gut. Und meistens sage ich immer, wenn ich irgendwas gebe, oh, Beutel kannst du behalten. Ach, danke. Ja, kein Problem, Ja. hier nimm mal. Ich habe einfach zu viele. Aber ich habe mir jetzt wirklich angewöhnt, immer so einen ollen Einkaufsbeutel habe ich immer in meinem Rucksack, ein oder zwei, weil ich gerne in meiner Mittagspause oder so mal einkaufen Ja. gehe. Und also da sehe ich schon an mir selbst, hat es was Das ist gebracht. richtig gut. Bei mir funktioniert das immer nur so lange, bis ich dann mal einen Rucksack oder die Tasche wechsle. Ah. Weil dann, das packe ich nicht mit um. Nee, diese Kramtaschen. Total dämlich eigentlich, ja. Aber wie viel Geld, also das würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Geld man bisher schon einfach nur für Tüten ausgegeben hat. Bestimmt viel. 200 Euro? Bestimmt, wa?
Ja. Einfach nur, um das Zeug nach Hause zu transportieren. Früher gab es ja noch diese so 20 Cent Palastertüten, die gibt es nicht mehr. Also waren jetzt aber Papiertüten kostet auch nur so 20 Ja, Cent oder das so. stimmt. Aber trotzdem, früher war ganz früher war es immer umsonst, ne? Echt, ja? Ja. So kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Doch ganz früher waren so Papier, also Plastiktüten umsonst. Und dann irgendwann musstest du sie bezahlen. Okay. Doch, ich war mal in so einem Supermarkt, da haben sie mir das sogar eingepackt alles. Krass. Das war ein Edeka in Ludwigsfelde. Da Oh. hatten die so Praktikanten oder sowas, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Und die haben eingepackt. Ja, die standen da, haben so Papiertüte genommen und haben den ganzen Einkauf eingepackt. Super nett. Hallo, das ist wirklich nett. Diesen Aber Service. da ist bei uns auch immer so ein kleiner Ehestreit vorprogrammiert beim Einkäufer einpacken. Also Benjamin, der geht da wirklich immer sehr strukturiert und mit einem richtigen krassen System ran. Ich bin eher so vom Typ, ja, ich schmeiße es einfach rein. Also klar, die schweren Sachen nach unten und dann ist es mir eigentlich Latte, wie es kommt. So, aber Benny, der spielt halt auch echt immer Tetris mit unserem Einkauf, ja. Na, Die ich sortiere Tüten das sind auch. echt krass, krass gepackt. Na, ihr müsst ja ordentlich, also natürlich das Schwere nach unten und dann, ja klar, so eine Packung dann noch an die Seite reingesteckt und so, dass ganz Ja. viel reinpasst. Kann ich verstehen. Es muss schon ordentlich sein. Das wurde mir antrainiert von meiner Mutter. An dieser Stelle auch noch mal Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Chicoletta. Chicoletta. Die kleine Schnecke. Nee, also einkaufen macht schon Spaß. Es ist auch für mich so eine Art Entspannung. Ich Ist lasse ja mich im auch gar nicht Moment auch das stressen. einzige Highlight, was man hat, sind wir mal ehrlich. Ja, ich meine, wir haben uns ja schon mal getroffen morgens um 6 zum Einkaufen. Ja. Aber, Schön war's. oder dann macht man sich jetzt gerade so eine Pläne von wegen, Mensch, ey, lass mal zu Koffeln, lass mal zu Real fahren. Da gibt es noch andere Sachen außer Lebensmittel, da Ja. kann man mal ein bisschen schnökern. Hab so ein bisschen geschwitzt, als meine Mutter mir heute erzählt hat, dass manche Bundesländer die Nummer schon durchgezogen haben und in den großen Supermärkten die Non-Food-Abteilungen quasi abgeklebt haben, damit du da gar nicht mehr gucken kannst oder nichts mehr kaufen Ist ja kannst, bescheuert. um halt diesen ganzen kleineren Geschäften, ne, also um das so ein bisschen gerechter zu verteilen alles. Aber dachte ich schon, oh Gott, also jetzt nur noch Lebensmittel, ist ja echt langweilig. Ja. Also das ist ja so, also meine größte Lieblingsabteilung ist ja Tchibo. Da Da gibst du mich gucke ich immer wirklich ganz viel gerne. Tinnef. Da gibt es ja schön Tinnef. Manchmal auch wirklich schöne Sachen. Ja, das stimmt. Manche Sachen sind wirklich schön, aber die haben halt auch die schrägsten Ja, Erfindungen. genau. So konzeptlos oder so sind die, ich weiß nicht, nach was die gehen. Der LED-Klopapierhalter. Ah, Bananenschneider Der gibt es doch da bestimmt Bananenschneider, auch. na klar. Oder so ein kleines, wie so ein Sprühkopf Ja. mit so einem kleinen Piekser dran, ne, den man in Ah. eine Zitrone steckt, um zu sprühen. Ja. Wird niemals funktionieren. Ich glaube es auch nicht. Also habe mir schon theoretisch habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass man das reinstecken muss und dann muss man die Zitrone so auf dem Tisch so Rollen, dass rollen. du die Flüssigkeit so ein bisschen Genau. freisetzt. Und dann, aber wer kommt denn auf so eine bescheuerte Sache? Tchibo. Ja. Die machen Die haben sowas. wahrscheinlich extra eine Abteilung dafür, so Produktentwicklungs Menschen, die da sitzen und denken, was können wir heute erfinden? Was braucht keiner? Das machen Und wir. die Leute kaufen es trotzdem. Ja. Natürlich. Ist erstaunlich, weil wenn du überlegst, ja, ich meine, eigentlich gibt es Kaffee und Kuchen, dann hast du noch Schmuck, eigene Telefonkarten gibt es Ja. auch noch, von Haushaltsgegenständen über Alles, Kinderklamotten alles. Die bis, Palette ist bunt. weiß ich nicht was. Ja. So kurios. Hast du dir schon mal bei Tchibo was Kurioses gekauft? Nö. Mhm. Ich auch. Also die verdienen halt ein Schweinegeld an mir jeden Monat mit Kaffee. Stimmt, du hast ein Ich habe Kaffee-Abo. ein Kaffee-Abo. Ich habe ein Katzenfutter-Abo, aber nicht bei Chibo. Ja. Nicht bei Tchibo. Nee, das ist noch eine Marktlücke. Vielleicht sollten die noch Tierfutter in In ihr Tierfutter. Sortiment Sie müssen nehmen. in Tierfutter machen. Tchibo, macht mal in Also, Tierfutter. ich habe da eigentlich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich dort jemals Tünnef gekauft habe, so. Aber ich staune, ich stehe staunend vor so einer Sache und denke mir Ja, so, wer kauft wer das? Wer kauft? braucht das? Das ist für mich, das sind auch so eine Tupperparty-Omas, die alle Schüsseln schon haben, aber bei Kollektionswechsel sich denken, oh, die brauche ich noch mal. Die Farbe ist halt anders. Die kaufen auch Tünnef bei Tchibo. Ja. Kann man das so abschließend sagen? Kann man so abschließend Bevor wir sagen. uns noch komplett im Trash verlieren. Oh Gott. Shoppen fetzt. Ich hoffe, dass man irgendwann mal wieder auch andere Sachen shoppen kann, außer Lebensmittel und sich freut, dass man bei Real durch die Tinnef-Abteilung laufen kann. Die Tinnef-Abteilung.
Ja, ich glaube, da hoffen wir alle so ein bisschen drauf, oder? Ach, da an dem Tag nehme ich mir erstmal schön Zeit. Dann nehmen wir uns frei. Spontan unbezahlten Urlaub. Entschuldigung, ich kann heute leider nicht kommen, weil Die Geschäfte öffnen, habt ihr gehört, ne? bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht in die Schule. Ja. Ich habe zu tun. Im Hort legen wir so einen spontanen Schließtag ein. Ja, aus Gründen. Aus Gründen. Wegen Reichtum geschlossen, schreiben wir ran. In diesem Sinne Sehr schließen wir schön. jetzt auch wegen Reichtum. Wir schließen wegen Reichtum. Wir sind raus. Bis dann, ihr Lieben.